Training 3, das erste Mal rein. Ich hoffe, ich verkacke es jetzt auch nicht. Dann ist nämlich mein Training komplett weg. Bin gespannt, ob ich jetzt überhaupt mitmachen kann. Ob das jetzt, wie lange jetzt das gedauert hat zu reparieren. Oder in Klammern auch wird dauern. Ja. Season Teilnahme, geil. Paar Punkte gemacht. Mehr können wir nicht machen. Deswegen gehen wir auch gleich rein. Ich habe noch keine Rivalität mit irgendjemand. Stimmt, das kommt erst im Quali, glaube ich. Ja, komm. Wir machen am besten jetzt gleich den fliegenden Start. Oh, wir haben die Ultraweichen. Ah, die würde ich gerne. Obwohl, nee, eigentlich kann ich die hier verbrennen. Nee, ei, nee, die sind dann fürs Rennen gut. Scheiße, ich habe bloß noch die Ultraweichen. Scheiße. Auf jeden Fall ist es drin. Das dauert jetzt eine Stunde, ne? Stunden dauert das Training jetzt. Zu lange geguckt. Das reicht, wenn ich grüner Bereich bin. Grüner Bereich sein. So, grüner Bereich geschafft, das reicht. Packe ich locker an. Oh mein Gott, ich schaffe es wirklich noch. So, jetzt fahren wir locker flockig rein mit 2 Sekunden plus. Nice, da ist er.
versuchen jetzt einfach nochmal schnell zu fahren, fahren dann aber gleich in die Box. Boxenstopp. Boxenstopp. Oh, fickt euch. Der Funk rauscht, was hast du gesagt? Boxenstopp. Beim momentanen Stand der Dinge führen wir die Meisterschaft an. Boxenstopp. Stehen Sie schon mal bereit. Alter, ich würde noch schneller fahren. Oh, ich will eigentlich nicht in die Box fahren. Ich fahre jetzt 1,33. Ja, wir fahren rein. Das war zu früh. Das war zu früh. Aber ein alles kein Problem. Gut, dann haben wir das jedenfalls auch jetzt auf Lila. Da haben wir dort die Punkte jetzt auch rein. Das Handy gespielt. Wir haben ja noch sehr, sehr viel Zeit jetzt in dem Training. Die Quali, ich weiß gar nicht, wann ich die aufnehmen werde. Da haben wir, ich weiß gar nicht, haben wir da eine Dreiviertelstunde Zeit? Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben ja alles auf 100%. So, Lila, Lila, jetzt ist nur noch das Quali-Tempo, das kriegen wir locker mit den Lilanen rein. Guck mal, 1,35, wir waren jetzt 1,33 unterwegs. Also, kriegen wir locker eigentlich. Die Rennstrategie ist perfekt, da brauchen wir nichts mehr machen. Und hier haben wir schließe ein Renntempo. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,33,7. Zweite Sektor ohne zu schneiden. Das werden wir auch noch irgendwie hinkriegen. Ah, scheiße, das Ding kriegen wir nicht mehr. Weil wir hier alle vorbehalten haben. Das heißt, wir können nur noch auch fliegen und ich wollte gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Mal gucken, ob wir dann noch Lila schaffen. Gern wissen, was Lila ist. Ich versuche noch das hier auf Lila zu schaffen.
Jo! Alles klar. Nice. Eigentlich könnte ich das Training jetzt... Eigentlich kann ich jetzt wirklich nur noch die Reifen verheizen. Ich habe sämtliche Rennprogramme für diese Strecke habe ich durch. Die Rennziele kann ich nicht mehr schaffen. Bus. Oh. Ich könnte nur noch so üben und dafür habe ich aber nur noch diese Lieder, die ich richtig verpulvern kann. Das Wichtigste ist bloß, ich darf mir keinen Vollschaden, also keinen Totalschaden machen, weil sonst habe ich echte Probleme, dass ich das Quali nicht mehr schaffe, weil mal eben meinen Wagen reparieren. Könnt ihr auch mal gucken. Reifen. Das hier. Das ist ja wichtig für uns. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Das war zu schnell, oder? Nee, das hat sogar geklappt. Das ist gut. Das ist gut. So, dann gucken wir mal. Nach der ersten Runde, na klar, mit Lila schafft man das natürlich gut. So, wir haben, wie gesagt, jetzt alles perfekt. Wir haben jetzt noch 44 Minuten Zeit. Und können jetzt theoretisch nur noch die Reifen verpulvern. Quali ca. 13. Bin ich damit zufrieden? Ich weiß es nicht. Ich würde am liebsten ein bisschen was vorspulen. Damit man mal so sieht, wo man wirklich rauskommt. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich würde jetzt hier die ganze Zeit in der Box bleiben. Guck mal, ich bleibe Siebter. Im Moment. Achter. Wir werden mal 20 Minuten nochmal rausgehen und werden nochmal richtig durchheizen. Da haben wir nämlich so ein paar Zeiten, woran man sich richten kann oder gucken. So, im Moment werden wir 9. Wie viel Benzin haben wir jetzt mit? Jetzt muss ich erstmal überlegen, welches das ist. Für 11 Runden, naja, ist ein bisschen viel, oder? Ja, ich will aber auch mal, ich will aber auch richtig durchheizen, deswegen 20 Kilo, lass mal so. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Ah, jetzt habe ich Fliegen. Gut, den Fliegenstart wollte ich nicht. Jetzt wollen wir, wie gesagt, noch mal ein bisschen heizen. Die Reifen können wir ja gern kaputt machen. Die gehen eh weg. Dann haben wir noch mal einmal superweiche da. In der Kurve muss besser rauskommen. Dann brauche ich mehr Geschwindigkeit.
Scheiße, abgehauen. Jo. Also ich füge es noch dran. Einen Ausschuss, 8 Sekunden. Ihr seht, ich hole eigentlich gute Zeit jetzt auf. Also hier ist noch einiges rauszuholen. Zu schnell runtergeschalten. Ich war ja schon auf dem zweiten wieder. Das geht gar nicht. Da habe ich weggerutscht. So. Noch langsam alt. Dass ich nochmal eine gute Zeit rausholen, geht gar nicht. Finde ich persönlich, würde ich so sagen, gibt hier gar nichts mehr. Irgendwie will ich gerne schon mal einen Platten fahren, das heißt, hier muss ich noch eine Weile fahren. Und vielleicht kriege ich auch nochmal eine gute Beste rein. Guck mal, ich hole auf. Ich hole gute Zeit auf, das ist es ja. Hier am Anfang nochmal die beste gefahren. Das hier ist das Wichtigste. Allein wegen, also wegen der Rundenzahl. Die Reifen sind im Rennen auch sehr wichtig. Und die Rundenzahl auch. Okay, das war scheiße. Okay, ne? Habe ich gesehen, da habe ich sehr viel Zeit verloren. Jetzt habe ich gut.
keine Kontrolle mehr. Wie gesagt, wichtig ist, dass ich jetzt nicht in irgendeine Wand reinfahre. Und die Reifen, die werde ich eh nicht mehr bekommen. Denke ich mal, weil immer die schlechtesten von der Season eigentlich weggehen, soweit ich noch mich erinnern kann. Deswegen kann ich die eigentlich runterfahren. Und eins runter kann ich noch. War es das auch? Im Rennen wäre es ein guter Move. Im Rennen wäre es jetzt ein guter Move gewesen. Theoretisch bin ich ja die Zeit forsch. Nee. Auf der Gran hole ich immer, ich würde gerade sagen Geld ein, also hole ich Geschwindigkeit immer rein, das ist sehr gut. Also weil die Reifen natürlich auch warm sind und alles, aber in der Kurven bringt mir das nichts, weil ich die Kontrolle komplett verliere. Wenn ich eine bessere Zeit fahren würde, das würde mir schon reichen. Guck mal, wie ich losfahre, das ist perfekt. Besser geht's ja nicht. Nur noch die Kurven richtig nehmen mit dem mit guten Reifen, dann ist alles bestens. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Das glaubst du aber nicht. Scheiße. Mann, das war so gut. Ah, fickt euch. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 4,3. Und das steuert. Zu langsam. Das war zu weit nach unten gegangen. Fickt euch. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Das bringt gar nichts mehr. Die Reifen, wie gesagt, können nur noch verballern. Zeiten bringt es mir nichts mehr. Die neuen will ich auch nie anfangen. Wir können uns ja mal angucken, was wir für Reifen in dem Quali haben und alles. Ja, am wichtigsten. Zunächst mal gute Reifen haben. Mit gutem Gewissen wirklich in die Quali gehen können. Jo, das war zu spät. Geil, leck. Das war auch lang, zu langsam. Naja, gut. Dann ist es so. So, gucken wir uns mal alles an. Irgendwie riecht das bei mir so richtig schön verbrannt. So, das, als ob irgendwas richtig warm wird. Gut, der Computer ist auch überhitzt. Warum? Also ist richtig heiß.
Ich habe den sauber gemacht. Ich habe die Lüfter alles sauber gemacht. Gut, ich müsste Kühlflüssigkeit mal kaufen. Ein bisschen drauf pasteurieren. Das könnte helfen. Macht man die eigentlich... Also... Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,33,7. Macht man die Kühlpaste eigentlich nur auf... Also, man hat die Kühlpaste für die CPU. Und für Dings. So, jetzt gucken wir mal kurz. Wir haben Ultrasoft. Haben wir... Ah ja. Quali, 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 Quali und dann Rennen. Rennen. Da brauchen wir Dings, ja. Das steht fest. So, ich will eigentlich gar nicht rausfahren. Wir haben knapp eine halbe Stunde noch Zeit. Ich würde mal sagen, trotzdem, wir machen jetzt Season-Info. Gehen auf die Zeiten und lassen es mitfahren. Also mitfahren ist das okay. Nee, wir lassen es vorspulen. Weil das bringt uns gar nicht mehr. Rausfahren, die Reifen sind am Arsch. Wir sind 9. Wir sind aufgestiegen. Das ist gut. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Raikkonen, Hamilton und Valtteri Bottas. Alonso ist Dritter. Das war's da mit dem Training. Das ist okay. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gebt Daumen nach oben, wenn ich einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob man mehr davon sehen wird oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.